Servus und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten heute am Mimimi-Mittwoch, denn alles ist kalt, nass und so dunkel beim Aufstehen. Die BlizzCon wurde abgesagt, Returnal, da bringt ein Patch zwei heiß erwartete Features, Halo, Xbox 360-Server werden abgeschaltet und Shadow Warrior 3 wurde verschoben. Wenn ihr auch in Zukunft keine News mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Na, wartet ihr auch sehnsüchtig auf Diablo 4? Wer die leise Hoffnung hatte, dass Diablo 4 bei der BlizzCon 2022 offiziell released wird, hat sich geschnitten. Und zwar nicht, weil Blizzard das vorab ausgeschlossen hat. Nein, es wird einfach keine BlizzCon im nächsten Jahr geben. Als Grund nannte das Unternehmen, man wolle lieber einen Schritt zurückgehen und die Planung des Events pausieren. Man wolle seine ganze Energie zunächst darauf ausrichten, die eigenen Teams und die Entwicklungsarbeiten zu unterstützen. Inwieweit das alles mit dem Skandal rund um Activision Blizzard zusammenhängt, bleibt mal dahingestellt. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings, obwohl die BlizzCon im Februar ausfällt, möchte man trotzdem Infos zu den bereits bestätigten Titeln über die jeweiligen Kanäle veröffentlichen. Returnal treibt seit April sein Unwesen auf den Sony-Konsolen. Das Exklusivspiel für die PlayStation 5 ist durchaus sehr anspruchsvoll, wie man es von einem Roguelite eben kennt. Doch der Entwickler Housemarque entschärft nun die ganze Thematik ein wenig und bringt euch mit dem Patch 2.0 eine Speicherfunktion. Die Funktion Suspend Cycle lässt euch dabei einen begonnenen Spieldurchlauf unterbrechen und später fortsetzen. Heißt, ihr könnt dazwischen auch die Konsole ausschalten und später genau dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Des Weiteren bekommt ihr einen Fotomodus spendiert. Der macht genau das, was im Namen steckt. Ihr könnt Schnappschüsse aufnehmen und das Cypher-Abenteuer mit Filtern und anderen Funktionen ins beste Licht rücken. Kürzlich konnten wir einen ersten Blick in die Kampagne von Halo Infinite werfen. Doch im Schatten des kommenden Exklusivtitels werden bald einige Server für ältere Halo-Teile abgeschaltet. Betroffen sind dabei verschiedene Halo-Ableger auf der Xbox 360, aber auch eben die entsprechenden Titel auf den neueren Plattformen via Abwärtskompatibilität. Alle Online-Dienste werden nun nicht mehr wie ursprünglich geplant noch im Dezember 2021, sondern am 13. Januar 2022 offline gehen. Betroffen sind die Spiele Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary, Halo Wars und Halo Spartan Assault. Welche Auswirkungen das am Ende genau hat, könnt ihr im Dev-Blog nachlesen. Kommen wir damit zur letzten News, die mal wieder jedem bekannt sein dürfte, denn mal wieder wurde ein Spiel verschoben. Getroffen hat es dieses Mal Shadow Warrior 3 von Devolver Digital und Flying Wild Hog. 2020 noch für die PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt, sollte der Ego-Shooter eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen. Daraus wird jetzt leider nichts mehr, die Fortsetzung der Reihe wird auf nächstes Jahr verschoben und natürlich, wie sollte es anders sein, irgendwann aufs Frühjahr 2022. Die Begründung ist auch eine sehr bekannte, man benötige noch ein bisschen mehr Zeit, um die Klingen zu schärfen. Die sollen Sie gerne bekommen. Das war's wieder mit den Games-Welt-Nachrichten für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis morgen. Ciao.